Hallo, herzlich willkommen zurück zur Drinklink. Wir sind immer noch bei Simon Diffords Top 100 Cocktailliste aus dem Jahr 2023, also die Aufarbeitung der größten Cocktaildatenbank der Welt. Wir sind bei der Nummer 57 angelangt, der Airmail. Man vermutet ja, dass der Airmail anlässlich der ersten Luftroute Postversorgung aus dem Jahr 1980 eingerichtet worden ist. Tatsächlich erscheint dieser Cocktail aber das erste Mal erst in einer kleinen Cocktailbroschüre des Hauses Bacardi im Jahre 1930 und wird hier mit einem Bacardi Gold oder heutzutage Bacardi Oro gemacht. Jetzt ist es so, dass der Bacardi aus dem Jahre 1930 ja viel, viel mehr Körper, weil sage und schreibe 7 Volumenprozent mehr Alkohol enthalten war. Und Volumenprozent Alkohol bindet Aromen und damit hast du mehr Körper. Ist einfach so. Heutzutage hat der Bacardi Gold 37,5. Ich habe jetzt hier noch einen und damit mache ich ihn mit 40, weil bis 2004 hat Bacardi für die Gastronomie 40-prozentigen Bacardi Oro hergestellt, um damit tatsächlich ein bisschen mehr Körper anzubieten. Den nutze ich jetzt hier und dann gucken wir uns das einfach mal an, das Rezept, was wir dafür brauchen. Genau, da sind wir. Einmal den Bacardi Oro, 40 Volumenprozent. Dann brauche ich Limettensaft. Ich brauche Honigsirup, Honey Honey. Ich brauche nachher ein bisschen Blubberwasser zum Auffüllen. Der Drink wird geshaked, heißt, ich brauche dafür ein Glas. Ich habe jetzt hier einen Tumbler, 0,3 Liter. Und das Schmelzwasser holen wir da gleich raus. Und genau das machen wir jetzt, Schmelzwasser raus. Einfach kurz Strainer draufsetzen und mal eben in den Topf packen. Und die anderen Zutaten packen wir hier rein. Jigger steht hier schon. Und dann wie folgt. Wir brauchen einen halben Shot 1,5 Zentiliter Honigsirup. Wir brauchen einen halben Shot Limettensaft, also 15 Milliliter Limettensaft und einen Shot Bacardi Oro bzw. leichten goldenen Rum, 1 bis 3 Jahre gereift und in einer Kolonne destilliert, also spanische Typik. Wenn ihr also einen Rum habt mit mehr Volumenprozent, der dieser Typik entspricht, dann passt er eher zu einem Airmail als das, was wir hier haben. So, dann haben wir das wieder, ne? Und nur damit ihr es einmal seht, hier sind ja die Zutaten drin. Hier war ja Eis drin. Auch das straine ich jetzt mal eben kurz raus. Circa zumachen und wie immer nicht mit dem Rand in Richtung Technik und deshalb ordentlich durchchecken. Shaker aufmachen, Strainer auf Shaker, eingießen, das Ganze wird jetzt mit 45 Millilitern Schaumwein getoppt. Bisschen warten, auch im Jigger sprudelt er gut hoch. Nehmen noch eine schicke Minzspitze, die nicht aktiviert wird. Einfach nur hier so hübsch an die Seite packen. Und dann ist er auch schon fertig, der Airmail. Natürlich ist jetzt erstmal die Minze primär da. Wir testen einfach mal. Ja, der weiße Rum kommt raus, aber ein bisschen Körper hätte ihm gut getan. Wenn ich unbedingt Bacardi Oro heutzutage nehmen würde, würde ich nicht nur einen Shot nehmen, sondern 1,5 Shot. Also 45 Milliliter. Und dann lieber am Champagner sparen, weil der geht tatsächlich im Champagner fast verloren, leider. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Cheers, euer Jörg. Lecker, mega.